Willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Was? Sie da alle umzubringen? Nein, sie herzulocken in der Hoffnung auf einen Rückhalt. Und ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich diabolisch. Selbst für Piraten. Das Tor bewegt sich nicht. Wir müssen oben drüber. Hodie, Mädchen, Eres im Paradies. Auch nur kurz deine Hilfe. Die Dinger sehen nicht stabil aus. Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Verzeihung. Kletter hoch, dann Aid. Komm hoch. Alles klar? Ja. Wow. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, hab ein paar Bücher Mist, gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Na los. Okay, halt die Augen nach Shoreline-Typen offen. Ja. Wenn das mal gut geht. Ups! Nee, ich kann nicht. Alles okay? Ja. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Scheiße. Schau. Elena, runter. Ich sehe sie. Thank you.
Flucht! Ich glaube, das war's. Bist du okay? Ja. Gehen wir weiter. Vielleicht durch diese Höhle. Ja, sehen wir nach. Okay, Strömung ist ziemlich stark. Hier können wir kennen. Ja, aber es ist zu hoch. Auf eine Räuberleiter. Thank you.
gruselig da unten. Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Okay? Ja. Mir geht's gut. Und dir? Ja, wieder nass, müde, angeschlagen, ein bisschen hungrig. Könnte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Okay, na los, gehen wir weiter. Los, versuchen wir durchs Haus zu kommen. Ja, ich bin direkt hinterher. Glaubst du, die Seeber haben hier alles geflutet? Grund genug hätten sie ja gehabt. Glaubst nicht, dass sie es waren? Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Genau. Wunderschön. Sieh mal da, die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Wir hatten wohl nicht erwartet gegeneinander. Wohl nicht. Oh, schöner Wasserfall. Da heißt es wohl wieder schwimmen. Hey Nate, da drüben kommt ein Ausgang sein. Du hast recht. Zu hoch für eine Räuberleiter.
Strömung ist zu stark. Wir müssen irgendwie anders rüberkommen. Du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine... Etwas Wasser geschluckt. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Sollte gehen. Okay, weg da! Bitte. Okay, gut. Räumen wir das aus dem Weg. Okay. Sieh mal, Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Großer Gott. Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Elena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen, miese Drinks? Sieht so aus.
Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tu. Wollen wir wetten? Thomas Tu, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und ich schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tu laden sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, Tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. So, für die Nachwelt. Hey, hier hoch. Langsam. Vorsichtig. Bin okay. Ich hab's. Wir treffen uns oben. Der Schornleinstock ist noch da. Ja, ich sehe. Halt die Augen offen, ja? Und wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Tages pompös. Warum hat er Thomas Tu nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Was? Der Produzent eurer Show? Nein, mein Manager bei Macho Nacho.
Du warst mal bei Macho Nacho? Es war ein Highschool-Job. Hattest du auch so einen Hut? Der Punkt ist, mein Chef war ein paranoider Psychopath. Er war der Manager von einem Macho Nacho. Hör auf jetzt, okay? Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Mal sehen, wo sie sind. Mehr Fußspuren. Und wo sind jetzt die Shoreline-Typen? Frage ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Ja, sie haben sich in Luft aufgelöst. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber. Bingo. Hallo. Die Spuren führen durch diese Tür. Mist, sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Okay? Ja. Sie haben uns in einen Hinterhalt gelockt. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten.
Einsatzbereit? Lies vor. Treue Untertanen, die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Danke. Finden wir diesen Gang. Keine Fußspuren mehr. Sie hören hier auf. Okay, und wo sind Sie hin? Piratengeister. Sehen wir uns um. Das ist unglaublich. Was? Was hast du da? Das ist eine Kopie des britischen Fahndungsaufrufs für Avery. Er war wohl stolz darauf, der meistgesuchte Mann der Welt zu sein. Sams Feuerzeug. Hat er es verloren? Ja, mit Absicht. Was auch immer wir suchen, es muss hier irgendwo sein. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Vielleicht ist das ein Schalter. Nein. Nate. Ja, was gefunden? Ich glaube schon. Seinen Schatz zum Schiff bringen lässt. Ja. Ich glaube... Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Dann mal los. Vorsichtig, Nate. Hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt? Mist. Wir werden's rausfinden. Das hier sieht nicht stabil aus. Da, frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Fettene Dienstleute. Die verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, dass sie das verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Und. Ah. Wow, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Wow!
Das Rätsel lösen wir in der nächsten Folge. Tschüss.